Hallo, hier kommen wir zu einem neuen Video von mir. Diesmal ist es was Besonderes. Das ist eine Powerstation für unterwegs. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Ja, hallo Freunde, hier haben wir eine Powerstation, EcoFlow River, 600 Watt. Und erstmal danke an meine Freunde, die sind langjährige Wohnmobilbesitzer und sind viel unterwegs und haben sich dieses zugelegt. Und dann habe ich nett und höflich gefragt, ob ich das einmal präsentieren darf, bevor die es nutzen. Deswegen muss ich mich beeilen, aber ich werde das Video trotzdem in zwei Teilen machen. Die haben sich auch ein Solarmodul bestellt. Das ist aber leider noch nicht da, sonst hätte ich das ein bisschen anders präsentiert. Aber wir packen das mal zusammen aus und dann gucken wir uns das mal im Detail an. Ja, wie ihr seht, das ist ein großer weißer Karton. Ich finde die ja gar nicht mal so schlecht. Mich haben die schon mal interessiert, aber bis jetzt habe ich mir keinen zugelegt, weil man sollte nicht sparen. Also man muss ja dann mal gucken, wofür brauche ich das, wie will ich das benutzen und so weiter und so fort. Falls ihr es nicht so sehen könnt, das ist echt ein großer Karton. Da gucken wir gleich gemeinsam rein. Wie ihr seht, hier seht ihr schon den Griff. Ich packe das mal hier vorsichtig aus, weil das ist ja nicht mein Eigentum. Ja, leicht ist das Ding nicht. So. Wie ihr seht, der Karton ist leer. Oh, oh. Da bin ich gegen die Kamera gekommen. So, packen wir das mal wieder schön ein. Karton beiseite. Und dann, also wie gesagt, hier haben wir so die technischen Daten. 600 Watt, 288 Wattstunden. Das ist die Black Edition, 1000 Watt. Dann wollen wir uns das mal im Detail gucken. Aber wir gucken uns erstmal das eine Kartönchen an. Also ich weiß, es gibt auch eine App dafür, ob nur über den Google Play Store oder über iTunes oder beziehungsweise den Apple Store. App Store. Hier, das ist der Schnellstart-Guide. Wie man das anmacht und so weiter und so fort, wo man das alles anschließen kann. Aber wir gucken erstmal hier im Detail rein. Und dann werde ich noch mal ein weiteres Video machen. So. Das ist das Handbuch. Hier haben wir eine Menge Kabel. Ups. Das war das zum Trocknen. Ja, sonst ist das leer. Ich habe jetzt auch alles draußen. Und wie ihr sehen könnt, das ist das normale Netzkabel, 230 Volt Steckdose. Dann haben wir ein Kabel für unterwegs im Auto oder Wohnmobil, Wohnwagen, um das anzuschließen. So, dann haben wir hier das Schöne. Das ist der Anschluss zu einem Solarmodul. Die Anschlüsse sind auch auf dem Dach verbaut, wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat, also ein Einfamilienhaus. Und das wird dann da reingesteckt. Und das ist, wenn ich auch richtig informiert bin, auch für ein Solarmodul. Das gibt ja, die nur einen Stecker drin haben. Aber das sind so die größeren Module. Und dann, im zweiten Video kommen wir dann auch auf die technischen Details. Gut, ich will das mal wieder wegpacken. Aber finde ich ja nett von dem. Und dann gehen wir mal hier kurz rein. Und uns mal das schwere Geschoss mal genauer an. Und der, oh, ja, leicht ist das nicht. So, da ist das gute Stück. Ich zoome mal ein bisschen ran. So. Ich hoffe, es hat nicht zu doll gewackelt. Ich bin auch nur schön.
Hier ist na klar eine Taschenlampe, aber da dürfte jetzt na klar kein Strom drauf sein. Wir drücken das einfach mal. Oh, 30% ist geladen, 99 Stunden. Hier ist die Folie drauf. Das sieht aber auch richtig robust aus. Da seht ihr, die Lampe funktioniert. Wird noch heller. Und jetzt machen wir sie aus. Mit der App, die zeige ich dann, wie gesagt, im zweiten Teil. Da können wir dann halt alles kontrollieren. Hier haben wir dann auch USB Type-C. 2A. Nochmal einen Eingang ist das. Dann haben wir ein WLAN oder da müssen wir den testen. Hier müsste das nicht klar auch ein bisschen wasserdicht, sag ich mal so. Vorsichtig. Hier ist der Zigarettenanzünder. Also hier ist DC on-off, das heißt Gleichstrom. Aber wie gesagt, im zweiten Teil werde ich das dann nochmal genauer untermachen. Wir drehen das dann mal um. Hier haben wir denn die Anschlüsse. Das ist eine Sicherung. Hier sollte man dann gucken, dass man auch nur wirklich bis zu dieser Stärke von 12 Ampere einen Anschluss hat. 230 Volt, kennt ihr. Und hier, das ist der Anschluss, denn was sich hier hinter verbirgt, das testen wir auch dann noch. Dann gehen wir mal weiter. Klar, es gibt sicherlich auch stärkere, aber wie gesagt, das ist natürlich auch alles eine Frage des Geldes. Will man das? Möchte man das auch? Das sind halt so die Fragen. Aber man sollte nicht das Billigste nehmen. Die sollen ja auch lange halten. Und hier haben wir das Schöne. Zwei Anschlüsse für 230 Volt. Soweit ich weiß, das werde ich dir nochmal in Erfahrung, genau im zweiten Video, wie lange ich denn damit arbeiten kann. Also ich kann zwei Geräte, einen Kühlschrank kann ich auch anschließen, einen Laptop, MacBook, PC. Also ich kann einiges damit machen. Ist die Frage, wie lange nutze ich das? Wie lange kann ich das denn nutzen? Habe ich dann klar ein Solarmodul, kann ich das dann klar länger nutzen. Das ist dann klar viel schöner. Ich werde das nochmal kurz testen und ausprobieren. Und dann gehen wir mal die Details im zweiten Video vor. Aber ich wollte euch schon mal das präsentieren und das gefällt mir richtig gut. Also schön griffig, macht einen echt soliden, robusten Eindruck. Also das ist wohl keine Billigmarke. Also es gibt ja vieles. Ich habe da mal ganz kurz reingeschaut. Wir machen das mal aus. Das blinkt denn oder pulsiert hier ein bisschen. Hier ist es jetzt auch an den, ist diese Lampe angegangen. Jetzt ist es wieder aus. Hier sieht man jetzt nur noch 59 Stunden. Nur noch 19 Stunden. Dann wieder 29 Stunden. Na gut, die App werde ich den zwar vorstellen, aber ich kann sie dann nicht nutzen, weil das Gerät wird ja dann auf den Käufer registriert. Wir machen das dann hier auch mal aus. Und dann werde ich auch mal was anschließen, was ich, ein Radio oder was auch immer. Und dann können wir das mal ein bisschen testen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und mal was ganz anderes. Ich sag mal, das ist eine größere Powerbank, im wahrsten Sinne des Wortes, die dann ein bisschen mehr kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Und dann, ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao.